Einer sagt Tschüss, der andere Hallo. Das Stuttgart-Festival stimmt sich auf seine Premiere ein. Und wir sprechen gleich mit Macher Tobias Reisenhofer. Das nach einer kurzen Pause, also bleiben Sie dran. In Stuttgart-West treffen wir Tobias Reisenhofer, den Macher des ersten Stuttgart-Festivals. Das Stuttgart-Festival, warum an sich? Weil eigentlich jede mittelgroße Stadt in Deutschland, glaube ich, einfach den Bedarf hat, ein eigenes Festival zu haben für die Bewohner der Stadt, für Leute aus der näheren Umgebung. Und ja, den Gedanken gibt es schon seit 3-4 Jahren und jetzt ist es endlich soweit. Ja, es ist natürlich viel Aufwand. Man muss dazu sagen, wir sind eine neu gegründete Firma innerhalb einer Gruppe. Unser Team besteht aus 2,5 Menschen, 2, die zu 100% da sind mit mir, eine Halbtagskraft, und da ist es für alle genug zu tun. Wir planen das Ganze jetzt schon über ein Jahr. Ich glaube, es sind roundabout jetzt 14 Monate. Geht ganz gut, weil ich denke, wenn man strukturiert arbeitet und jeder weiß, was er zu tun hat, läuft es jetzt in den letzten 10 Tagen, reicht es für alle besonders. Wir sind ja schon alle so ein bisschen am Limit, aber ja, wir brennen für die ganze Thematik, jeder gibt alles und wir sind sehr, sehr guter Dinge, dass wir das vernünftig vor Ort platzieren, und aber es ist viel Arbeit. Der ganz grundlegende Musikmix, das ist einfach tatsächlich persönlicher Musikgeschmack, der extrem bunt ist, und wir nur Bands gebucht haben, auf die wir persönlich Bock haben, die wir bei uns in dem großen Rahmen einfach selbst mal live erleben wollen und der Meinung sind, dass es ganz grundsätzlich unabhängig des Genres gute Musik ist, auch wenn es eher in den Bereich alternativerer Musik geht, die vielleicht viele Leute noch nicht kennen. Glauben wir, dass die Leute, die sich darauf einlassen und sich überraschen lassen von der Art von Musik, im Nachhinein vom Stuttgart Festival kommen und sagen, hey, ich kannte vielleicht nur 2 Bands, aber ich bin extrem gehypt, weil ich habe neue Musik kennengelernt, die ich auch jetzt ab sofort in meinen Alltag integrieren kann. Und das war so der Grundgedanke, einfach für uns was zu machen, was uns Spaß macht. Und zur Frage zurückzukommen bezüglich des Art Markets und der World of Art, da war es einfach so, dass es in Stuttgart eigentlich ja eine recht große Kunstszene gibt. Wir ganz grundsätzlich da auch eine Plattform schaffen wollten, das Ganze mal in einem größeren Rahmen zu präsentieren, nicht nur im Clubleben oder in kleinerer Form, sondern auch Künstlern, die ja einfach auch für ihre Leidenschaft brennen, denen mal die Möglichkeit zu geben, Graffitis, Illustrationen vor vielleicht ein paar tausend Leuten zu zeichnen, umzusetzen. Und so wie das Ganze aktuell aussieht, glaube ich, war das auch wirklich das richtige Grundkonzept. Das kommt gut an. Auch bei dem Art Market haben wir bis dato roundabout 70 Aussteller, Kleinkünstler, die Schmuck herstellen, Textilien, Sachen zeichnen, liebevoll herstellen. Und ich bin selber gespannt, wie die Leute nachher... Ich würde jetzt mal sagen, bei den Besuchern, die wir erwarten, kommen die wahrscheinlich die wenigsten vom Hotel, sondern eher von der Couch eines Kumpels. Es gibt keine Campingmöglichkeiten als innerstädtisches Festival, und bei der Flächengrundlage ist es einfach nicht möglich und auch nicht umsetzbar. Für die Folgejahre gibt es eine Idee. Wir wissen nicht, ob es sich umsetzen lässt, aber bis dato, glaube ich, sind wir der Meinung, dass wir auch mit der Variante ganz gut fahren. Leider Gottes ist es so, dass wir dieses Jahr zeitgleich stattfinden mit dem Christopher Street Day. Heißt, Stuttgart ist im Prinzip echt extrem gepackt und die Hotels, Jugendherbergen sind alle voll. Ich glaube, der ein oder andere, der schläft schon mit Zelt im Kleingärtner nebenan, was wir eigentlich auch ganz amüsant finden. Ja, ich denke, wir kriegen das für alle ganz gut gelöst.